Alright, das Thema ist komplex, sehr komplex, um nicht zu sagen hochkomplex. Wir haben einen Königshof, daran ist Philipp II. Herrscher und er hat einen Sohn, Don Carlos. Das Problem ist, dass Don Carlos in seine eigene Mutter verliebt ist, weil die eigene Mutter Elisabeth ursprünglich seine Verlobte war. Jetzt hat aber König Philipp II. Sie geheiratet und Carlos schaut dumm aus der Wäsche. Carlos mit mega Liebeskummer am Hof, weiß nicht, was er tun soll, wie seiner Mutter nähern. Sitzt da, kommt sein bester Freund Posa vorbei. Posa hat ein ganz anderes Anliegen. Der möchte nämlich Flandern, was unter der Herrschaft von König Philipp II. Eingenommen wurde, möchte er befreien. Die haben gerade Bürgerkrieg am Start, möchten sozusagen ihre Wirtschaftsrechte und so weiter erstreiten. Er kommt also mit dem Anliegen, möchte seinen ehemals besten Freund Don Carlos dazu gewinnen. Komm doch mit, wir befreien Flandern vor der Herrschaft deines Vaters. Der hat aber Liebeskummer. Ein entsetzliches Geheimnis brennt in meiner Brust. Ich liebe meine Mutter. So, das heißt, ab dem Punkt muss Posa, der dachte, es wäre eine einfache Nummer, seinen Freund einfach mitzunehmen, anfangen, ihn mit der Mutter zu daten, damit die Mutter ihm sagt, dass es doch cool wäre, für Flandern zu kämpfen. Nachdem das klappt, passiert aber noch allerhand anderes, denn nicht nur Elisabeth ist heimlich eigentlich auch noch in Don Carlos verliebt, während Don Carlos ja in sie verliebt ist, sondern auch Ebeli, die Fürstin am Hof. Die ist verliebt in Don Carlos, da kommt es zu einem kleinen Missverständnis. Sie schickt ihm einen Brief, dass die beiden sich sozusagen treffen zum Tête-à-Tête. Er denkt natürlich, es ist der Brief der Mutter. Als das rauskommt, ist Ebeli so verletzt, dass sie herausfindet, wen eigentlich Don Carlos liebt. Problem, Ebeli ist wiederum die potenzielle Geliebte von Philipp II. Der baggert da jetzt schon seit einem halben Jahr dran rum, ob sie sich irgendwie daten. Und jetzt, wo sie denkt, oha, Carlos liebt gar nicht mich, sondern Elisabeth, was eine Freundin, Vertraute von Ebeli ist, gehe ich jetzt doch zum König, sage ja und steckt dem das mal. Wäre schon ungünstig, wären da nicht noch Domingo und Alba, das Militär am Hof und die Kirche, die beide sozusagen die ganze Zeit versuchen, ihre Macht am Hof zu halten, ihren Einfluss auf den König, die kriegen auch Spitz von der Sache, nutzen Ebeli, sagen, machtet, nimm einen Brief mit, zeig's dem König, die nimmt einen alten Brief, den irgendwie mal Carlos Elisabeth geschickt hat, zeigt den König, der völlig verzweifelt, da gibt's eine Affäre bei mir im Haus, währenddessen Elisabeth total integer ist, und fängt jetzt an, dem Königssohn noch mehr zu misstrauen. Wäre auch noch nicht so schlimm, würde nicht gleichzeitig der König auch noch sich fragen, warum kommen eigentlich, wenn der Brief von Ebeli kam, Alba und Domingo zu mir und versuchen, meinen Zweifel zu vermehren. Das heißt, der König fängt an, überhaupt niemand mehr am Hof zu vertrauen und sucht einen Vertrauten. Zufällig steht da Posa vor der Tür, der Revoluzzer, der am Anfang an den Königshof kam, um eigentlich einfach nur seinen Kumpel mitzunehmen, um Flandern zu befreien. Trifft er ihn, sagt, läuft bei dir? So ehrlich hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Werd mein bester Freund und ich hätte eine kleine Aufgabe für dich. Du bespitzelst jetzt meinen Sohn und meine Frau. Worst case für Posa. Er soll ausgerechnet die beiden bespitzeln, die seine Vertrauten sind. Pluspunkt, kein anderer tut's. Also sagt er ja, versucht sozusagen jetzt die beiden heimlich zu infizieren, dass man jetzt irgendwie doch Flandern mal retten müsste, weil auch das ist komplizierter geworden, weil der Vater jetzt eben misstrauisch geworden ist. Und jetzt dreht sich die Spirale weiter und weiter und weiter, sodass Posa am Ende dabei landet, das ist jetzt wirklich komplex, dass er seinen besten Freund Don Carlos sicherheitshalber inhaftiert, um ihn dann sozusagen nachts heimlich aus dem Schloss zu schaffen für die Revolution. Der beste Freund Don Carlos, das wiederum weiß Posa nicht, hat aber beobachtet, wie Posa beim König war. Ich weiß nicht, ob man noch mitkommt. Das wiederum schürt Misstrauen bei Carlos. Carlos ist misstrauisch auf Posa, obwohl die beiden sich ganz am Anfang des Stücks schwören, was auch immer passiert. Wir zwei halten zusammen. Jetzt weiß also Posa nicht, dass Carlos weiß, dass Posa beim König war. Und Carlos weiß nicht, dass Posa beim König alles dafür getan hat, dass Posa eigentlich rauskommt aus der Nummer, soweit es ihm möglich war. Posa inhaftiert Carlos. Blöderweise war Carlos schon wieder bei Ebeli. Hat ihr aber nichts gesagt. Posa denkt aber, er hat ihr was gesagt. Deshalb denkt er, er muss jetzt Ebeli umbringen. Kann aber keinen Menschen umbringen, weil Posa ist der absolute Menschenliebhaber. Gedankenfreiheit, bürgerliche Freiheit, Gemeinschaft, Demokratie ist die Andeutung der Demokratie. Dieser Mensch kann nicht töten. Steht also vor Ebeli, müsste sie töten und denkt, es gibt noch einen einzigen Ausweg. Und jetzt verrate ich leider das Ende des Stücks. I do. Ich muss nicht sie töten, ich muss mich verraten. Es gibt einen Vertrauten, den der König gerade am Hof hat, der heißt Posa. Und es gibt einen ärgsten Feind vom König, der heißt Carlos. Und jetzt sagt Posa, macht eine Finte, sodass der König denkt,
Poser ist ein Verräter. Poser will Elisabeth haben, also die Mutter. Er will auch die Geliebte und da ist der König am empfindlichsten. Und als der König das spitz kriegt, also die Finte von Poser, hört er auf, Poser zu vertrauen und damit ist automatisch Carlos freigesprochen, weil der Hauptankläger war ja inzwischen Poser. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um Carlos aus dieser Verfahrenssituation rauszuholen, seinen allerbesten Freund und denjenigen, der es schaffen könnte, Flandern zu befreien und damit eine neue Art von Utopie, Demokratie zu starten aus diesem spanischen, verhärteten Königshof, ist, sich selber aufzuopfern, zum Schuldigen zu machen, damit der Junge dann nachts, der Carlos, mit Hilfe von Elisabeth nach Flandern schippern kann und da ein Revolutionsheer anführen und zu befreien. Wäre da nicht das gekränkte Herz von Carlos. Aber das heben wir uns auf. Was macht die Figur aus heutiger Sicht interessant? Also auf jeden Fall eine hohe Emotionalität. Ich würde sagen, das ganze Stück ist ja vor der Erfindung der sogenannten Psychologie entstanden, aber der ist eigentlich ein schwer depressiver junger Mann, wenn nicht sogar mit Borderline-Störung. Das ist erstmal sozusagen in seinen Extremen, in der Herausforderung, das irgendwie zu beglaubigen, das an sich heranzuholen, interessant. Also man fühlt da, glaube ich, mit oder man hat auch Lust, mit jemandem, der da so fühlt, mitzugehen. Auch jemand, der sozusagen für das, was er machen soll oder wo er hineingeboren ist, nicht geschaffen ist, der sozusagen eigentlich unfähig ist, das zu füllen, was er füllen soll. Das ist auf jeden Fall interessant. Das ist eine Rolle, die auch einen Generationenkonflikt austrägt, würde ich sagen, auf jeden Fall. Auch aber gar nicht auf einer politischen Art und Weise, sondern da gibt es eine andere Figur, den Marquis Posa, der das sozusagen auf einer politischen Ebene versucht. Und der Carlos ist eher jemand, der das versucht über einen anderen Umgang miteinander. Also der sozusagen Emotionen und Liebe in den Vordergrund rücken will. Und das ist erstmal, glaube ich, interessant. Und ich würde sagen, so, dass solche Themen wie irgendwie Liebe und unglückliche Liebe, das ist ja vermutlich, solange es Menschen gibt, nicht auserzählt. So. In der Corona-Zeit könnte man auf ein schlechteres Stück treffen, weil letztlich zueinander kommen sie nie. Sie reiben sich einander, aber wirklich zusammen, gemeinsam sind sie nie. Und das, ich finde es eine ganz schöne Metapher. Schiller ist ja so ein krasser Psychologe. Und letztlich macht er eine Geschichte auf über eine krasse Diktatur, Autokratie, damals Königstum, wo es um einen Alleinherrscher geht, der so viel unter seiner Fuchtel hat, dass er selber eben auch wieder einsam ist auf dem Thron und alle Leute unter ihm. Und das, was das Gegenmodell wäre, wäre eine gut funktionierende, wirkliche Gemeinschaft und Demokratie, ein Aufbruch aus der Masse, aus einer Gruppe, die sagt, wir schaffen das und wir sind untereinander transparent. Und das ist eigentlich ein total heutiger Kontrast. Es gibt verschiedene Transparenzen. Die Dichte der Kostüme oder eben die Transparenz des Kostüms spielt eine große Rolle, gerade in emotionalen Momenten, wenn es fangen an, die Figuren sich so ein bisschen aufzulösen oder das Kostüm um die Figuren herum und es wird immer mehr Haut sichtbar, ohne dass man jetzt so eine Nacktheit ausstellt und man hat am Ende 7 nackte Figuren dann nebeneinander stehen. Aber der Körper spielt schon eine Rolle in der, ja, in der Verletzlichkeit einfach, in der Angreifbarkeit. Ich lese das Stück natürlich mehrfach und überlege Sachen und es gibt Sätze und Momente, die mir so beim Lesen schon total ins Auge stechen und oder wo ich schon irgendwie Assoziationen habe, aber dann verändern eigentlich die Schuhe manchmal mehr, die man trägt, als die Gedanken, die man sich vorher gemacht hat, wie das so anzulegen ist. Was mich auf jeden Fall, also was schon eine Überraschung ist, ist, glaube ich, dass eigentlich der Carlos denkt, dass er so ganz anders ist als sein Vater, aber dann eigentlich in ganz vielen Bereichen total wie der Vater ist, also dass das so konfliktmäßig weitergegeben wird, also dass man sich das fast vorstellen könnte, dass eigentlich der Vater von ihm auch ein bisschen so wie er war als junger Mann und wenn er, also Spoiler, er stirbt, Carlos so, aber wenn er nicht sterben würde, dann könnte es durchaus sein, dass er irgendwann so wird wie sein Vater. Wir haben uns entschieden, bei allem, was wir gerade besprochen haben, wie aktuell das Stück ist, es nicht in irgendeine konkrete Aktualität zu ziehen. Also wir sind jetzt nicht in der Deutschen Bank und er ist Firmenchef, der eine und der andere würde gerne die Firma übernehmen. Oder wir sind auch nicht bei Trump, obwohl sich das natürlich thematisch anbieten würde, aber dann müssten wir auch gleichzeitig bei Putin sein. Wir sind eigentlich in einem sehr einfachen, klaren, abstrakten, aus der Zeit genommenen
Bühnenbild, was nur über das, wie sehr die Figuren sich begegnen oder nicht begegnen, funktioniert. Das heißt, wir sind in einer Art von Labyrinth.